Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute in TP zum Thema Massenspeicher abschließend noch etwas über Festplatten-Scheduler diskutieren. Und zwar, ja, was sind denn Scheduler? Scheduler haben wir schon kennengelernt, die haben wir bei den Prozess-Schedulern kennengelernt. Und zwar haben die Prozess-Scheduler entschieden, in welcher Reihenfolge Prozesse abgearbeitet werden. Gell? Also über die Zuweisung der CPU haben die Prozess-Scheduler entschieden. Die Festplatten-Scheduler entscheiden etwas Ähnliches, und zwar entscheiden die wieder über eine Reihenfolge. Und zwar entscheiden sie über die Reihenfolge der Verarbeitung der Aufträge, die eben mit Lese- oder Schreibaufträge auf der Festplatte sind. Gell? Also Lese- oder Schreibaufträge. Ja, warum? Warum muss man das entscheiden? Man könnte da einfach nur eine FIFO machen und die Aufträge einen nach dem anderen verarbeiten. So wie sie kommen, werden sie verarbeitet. Gell? Ja, das ist eine der Ideen. Gell? Aber das Problem ist, dass diese Idee, diese FIFO-Idee, nicht die beste ist. Und zwar, stellt euch mal vor, gell? Wir gehen in ein Restaurant und da sind jetzt nicht ein paar Leute, die gekommen sind, da sind jetzt so richtig viele Leute gekommen, gell? Und sie sind so verstreut über die Tische, und wenn jetzt der Kellner versuchen würde, da der Reihen nach, also die Reihenfolge einzuhandeln, das würde ja nicht funktionieren, gell? Also was macht er? Er geht einfach von Tisch zu Tisch und fragt dann, was jeder will, egal wer jetzt zuerst gekommen ist. Und diese Idee, die müssen wir auch bei den Festplatten anwenden. Gell, wenn nur wenige Aufträge da sind, dann wäre es egal. Aber wenn viele Aufträge da sind, dann müssen wir das optimieren. Gell? Also das, was die Logistiker auch machen. Gell? Also wir müssen unsere Arbeit auf der Festplatte optimieren. Gell? Ja, aber warum denn? Schaut mal, eine Festplatte, eine mechanische Festplatte. Also wir sind da wieder, gell, auf Wikipedia, gell, da gibt es ja die schönsten Bilder. Und wenn wir hier so eine mechanische Festplatte haben, wo liegt denn das Problem? Gell, das Problem liegt hier, gell, am Schreiblesekopf. Dieser Schreiblesekopf, der muss positioniert werden. Wenn wir also einen Auftrag absetzen und der liegt an einer bestimmten Spur, dann muss der Schreiblesekopf positioniert werden. Und ja, wenn wir schon in der Nähe sind, ist das besser, gell? Also auf die Umdrehung der Platte, bis also der Sektor am richtigen Platz ist, auf das müssen wir immer warten. Aber die Positionierung des Schreiblesekopfes, das könnten wir optimieren. Gell? Ja, und jetzt schauen wir mal, welche Ideen man da so gehabt hat. Gell? Und zwar, ja, die erste Idee ist die einfachste, diese FIFO-Idee. Gell? Also diese FIFO-Idee bekommt hier einen anderen Namen. Gell? Also First Come, First Served. Gell? Also wer zuerst kommt, der wird zuerst bedient. Und das ist sicherlich gerecht. Gell? Also wenn jetzt Aufträge da sind, auf der Festplatte zu verarbeiten, der Reihenfolge nachzumachen, wäre gerecht. Gell? Aber jetzt wollen wir das mal zeichnen. Weil jetzt wollen wir es versuchen zu zeichnen. Da, gell? Also jetzt gehen wir da mal her. Ich habe da dieses Dia. Und jetzt machen wir eine Annahme. Wir machen die Annahme, dass wir hier diese Aufträge an den gegebenen Spuren haben, gell? Dass wir also die Spur hier haben. Und um jetzt diese zu verarbeiten, muss der Schreiblesekopf auf die jeweilige Spur gesetzt werden. Und das wollen wir da mal zeichnen. Gell? Hätten wir da die Spuren von 0 bis 100, gell? Dann wollen wir dieses Sitzen und Verarbeiten dieser Aufträge dann eben einzeichnen. Ja, gehen wir mal her, gell? Nehmen wir da so einen Punkt links, einen rechts, gell?
Und jetzt wollen wir das mal zeichnen. Wir starten beim ersten Auftrag. Gell? Der erste Auftrag ist 23 und ja, da 50, das wäre dann 25 ungefähr, 23 ungefähr da. Und wenn wir dann da der nächste ist bei 60, gell? 60 könnte dann ungefähr da liegen. So, ja, dann gehen wir weiter. Sind wir bei 60, jetzt müssen wir zu 40. Also gehen wir wieder von da, gell, da und jetzt müssen wir zurück nach 40, gell, circa da, ja, mehr oder weniger. Okay, so, von 40 müssen wir zu 34. Also 40, da 35, ja, sind wir da vielleicht ein bisschen zu weit gewesen, gehen wir es nochmal so. Okay. Dann von 34 müssen wir zu 74. Also 34 und ja, 74, das wäre dann so ungefähr da. So, also von 74 müssen wir zu 50. Also von da nach. Okay. Und von 50 müssen wir zu 80. So, 50. Und dann zu 80 sind wir ungefähr da. So, von 80 müssen wir zu 4. 80 müssen wir zu 4. 4 ist da sehr weit da. Also so. Und von 4 müssen wir zu 35. Also da. Also das da wäre dann circa das, ja. Circa. Okay. So, das wäre jetzt ein solcher Ablauf. Und wenn wir das eben in der Zeit darstellen, ja, dann wäre das eben die Zeit, die wir verbrauchen, um da hin und her zu springen, gell? Also nicht wenig. Ja, und da hat man sich so etwas ausgedacht, hat man bei dem, ja, beim Kellner oder bei der Kellnerin abgeschaut, gell? Und was macht der Kellner oder Kellnerin, gell? Geht also nicht brav fragen, wer war zuerst, wenn da alles voll ist, sondern macht einfach dort, wo sie steht, die ganze Umgebung und macht weiter. Und diese Idee, dass wir einfach fragen, alle Fragen, die dort in der Nähe sind, gell? Das nennt man beim Festplatten-Scheduler Shortest Seek First oder Shortest Seek Time First, liest man auch manchmal. Gell? Also Shortest Seek First oder Shortest Seek Time First. Was bedeutet das? Man startet also irgendwo und macht in der Nähe alle Aufträge. Gell? Und da entfernt man sich nicht, da macht man alles, bis es fertig ist. Und erst dann geht man weiter. Gell? Also wenn wir da bei 23 beginnen würden, dann wäre dann, ja, wo gehen wir dann? Also links wäre da der 4er, gell? Der ist also 19 weg, gell? Aber rechts ist 34, der ist durch 11 weg. Also gehen wir nach rechts. Gell? Ja, dann wollen wir das mal einzeichnen. Gehen wir daher, nehmen wir vielleicht eine andere Farbe, so rot, schön. Und jetzt starten wir bei 23. So, ich mache das jetzt ein bisschen darunter. Und von 23 haben wir gesagt, gehen wir zu 34. Also von 23 zu 34 circa. So, okay. Dann, ja, 35 ist da in der Nähe, zwar sehr spät gekommen, gell? Aber ist in der Nähe von 34, also wird das sofort gefragt, also da ist 35, so, okay, ganz in der Nähe, fast wie ein dicker Punkt, gell? So, schauen wir, was haben wir dann, 40, also wieder, machen wir einen Strich, von hier zu 40, gell? Also nehmen wir das dann so, okay, so ungefähr, dann von 40 gehen wir zu 50, 50. Also von hier nach hier. 50, 50. Dann haben wir 60. Also 60, das wäre der.
So, also von 50 zu 60 ungefähr so. Und dann, was haben wir denn noch? Dann haben wir jetzt da draußen, das sollte sein 74, gell? Also von 60 zu 74 und dann von 74 zu 80. So, haben wir auch alle jetzt. Jetzt fehlt uns noch, was fehlt uns? Jetzt fehlt uns noch die 4. Gell? Also, jetzt müssen wir von 80 den weiten Weg nach. Ups, da bleiben. Also von 80 den weiten Weg zu 4. Also ungefähr da. Gell? Ja, und wenn wir schauen, gell, also auf der Zeitachse, gell, von oben nach unten, haben wir mit der roten Linie, also shortest seek first oder shortest seek time first, wesentlich weniger Arbeit gehabt als mit der schwarzen. Gell. Also FIFO ist zwar gerecht, aber effizient ist nicht. Gell. Ja, also shortest seek first ist wesentlich besser. Gell. Ja, es hat nur ein Problem, gell, und zwar, wo liegt denn das Problem, gell? Das Problem liegt darin, dass wir nicht immer so eine schöne Situation haben, wo wir vorher schon wissen, wo die Aufträge alle liegen. Weil die Aufträge, die kommen ja von Zeit zu Zeit einfach dazu, gell? Also das ist ja so ein bisschen wie die Lehrer, gell? Die Lehrer, die schicken auch den Schülern von Zeit zu Zeit Aufgaben, gell? Da kommen die Aufgaben einfach immer dazu, gell? Und ja, und wenn man da einfach so immer bei der gleichen Arbeit bleibt, beim gleichen Fach, gell, dann kommt man nie zu den anderen Fächern, gell? Also wenn man da immer Systeme oder Informatik macht, gell, und nie die anderen Sachen, das geht dann auch nicht gut, gell? Ja. Und das ist das Problem von Shortest Seek First, gell? Wenn wir da immer beim gleichen Tisch bleiben, beim Kellner oder der Kellnerin, gell? Und den Tisch nicht verlassen, das geht dann nicht gut, gell? Und beim Schreib-Lesekopf könnte uns das auch passieren, gell? Wenn also der Schreib-Lesekopf hier sehr weit draußen ist und es kommen immer wieder Aufträge dort draußen und wir machen immer die dort draußen und die weiter drinnen, das geht dann nicht, gell? Wir müssen also eine Strategie finden, die es uns erlaubt, irgendwann einfach wirklich alle zu machen, gell? Und nicht nur einfach in einem bestimmten Bereich zu bleiben. Und diese Idee ist die Idee des Aufzugsalgorithmus, gell? Also, wenn jemand im Parterre einsteigt und in den nächsten Stock fährt, gell? Ja, dann fahren wir mal nach oben, gell? Dann fahren wir nach oben und ja, wenn jetzt unten wieder jemand den Aufzug ruft, oh, aber ganz oben war auch jemand im fünften Stock, gell, der gerufen hat, da fährt der Aufzug nicht zurück ins Parterre, gell. Nein, nein, da fährt er ganz hoch und nimmt den mit, weil er macht einmal alles in die eine Richtung und dann fährt er in die andere Richtung, gell. Ja, und dieses Prinzip, gell, dass man so arbeitet wie ein Aufzug, das ist dann der Aufzug-Algorithmus. Und wenn wir uns das mal anschauen, gell, bei uns, die rote Linie, das hat eigentlich ganz genau diese Funktion. Warum? Weil wir hier die Aufträge vorgefertigt hatten, die waren alle schon da, gell? Also ergibt sich genau das. Ja, würden da während der Arbeit neue Aufträge hinzukommen, gell? Wären wir da draußen irgendwo ja, bei über 70 und hätten wir da. Würden da jetzt schon zurückkommen, gell, oder würden, ja, würde hinter uns jemand rufen, der jetzt in der Nähe ist, gell, dazu, da sagen wir, nein, 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 wir fahren schon ganz bis zum Letzten und dann fahren wir hinunter, gell. Also das da ist wichtig. Ja, das Prinzip des Aufzugs und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr guter Algorithmus. Aber, ja, es gibt ein paar Eigenschaften, die gegen ihn sprechen und das sind eigentlich zwei und zwar, einmal ist seine Eigenschaft der Festplatten. Und zwar Festplatten haben RAM. Gell? Ja, RAM, wozu? Festplatten haben RAM, um einen Cache zu machen. Gell? Also wenn Festplatten lesen, dann lesen sie nicht nur einfach diesen Sektor oder diesen Cluster.
der gelesen werden soll. Die lesen einfach mal weiter, gell? Und das ist gut, weil sehr oft ist in dieser Richtung genau das drinnen, was man nachher braucht. Gell? Also Festplatten cachen also in die eine Richtung, in die steigende Richtung. Und das andere sind die Dateien selbst. Wenn man Dateien schreibt, dann schreibt man eigentlich in die steigende Richtung. Gell? Also bei der Vergabe der Sektoren und der Cluster, da wird in die steigende Richtung der Speicher auf der Festplatte vergeben. Gell? Und ja, das führt jetzt dazu, dass der Aufzug-Algorithmus in die steigende Richtung die besseren Eigenschaften hat als in die fallende. Gell? Also rückwärtsfahren könnte vielleicht nicht so gut sein. Gell? Also beim Aufzug gibt es einen Unterschied nicht, aber beim Algorithmus auf den Festplatten schon. Gell? Und deshalb ja, gibt es dann auch solche, die das anders machen. Sie sagen, sie fahren immer aufwärts. Und wenn sie beim letzten sind, dann fahren sie wieder zurück zum ersten, der gemacht werden muss. Und die Idee, die nennt man dann Sägezahn-Algorithmus. Gell? Und ja, genauso wie der Sägezahn, den ihr in der Telekommunikation im Labor erzeugt. Gell? Und bei diesem Sägezahn-Algorithmus, da wird immer nach oben gearbeitet. Gell? Und wenn da neue Aufträge kommen, gell, die dann abwärts in der Nähe werden, das ist egal, man geht immer ganz zurück zum ersten und arbeitet dann wieder aufwärts alle ab. Gell? Ja, das ist Prinzip des Sägezahn-Algorithmus. Gell? Das ist eigentlich ein guter Algorithmus dann. Gell? Das alles, um die Arbeit mit mechanischen Festplatten zu optimieren, gell? Weil dagegen, wohin soll der Kopf zuerst fahren, gell? Also, und einen solchen Schreiblesekopf haben wir nur bei mechanischen Platten, gell? Also wenn wir einen Flashspeicher, SSD oder wie sie auch immer heißen haben, gell? Da spielt es keine Rolle, gell? Also da müssen wir nicht irgendwas optimieren. Dort können wir wirklich also First Come, First Served anwenden, so wie die Reihenfolge ist, arbeiten wir sie auch ab, gell? Weil die Adressierung nicht von der Position auf irgendwelchen mechanischen Datenträgern abhängt. Gell? Also da müssen wir nicht irgendwo hinfahren mit irgendetwas. Gell? Also deshalb sind diese Festplatten-Scheduler nur für mechanische Festplatten wichtig. Gell? Ja. Und sie optimieren dann die Arbeit mit diesen Platten. Und was die Arbeit auch ganz besonders optimiert, das sind diese RAMs, gell? Also der Cache-Speicher. Und der Cache-Speicher, den kann ich auf der Festplatte selber haben, gell? Also wenn ihr mal ja, die Datenblätter eurer Festplatten herausholt, gell? Dann kann man da nachlesen, wie viel RAM eine Festplatte hat, gell? Und je mehr RAM eine Festplatte hat, umso besser kann sie arbeiten, gell? Das vor allem beim Schreiben. Und ja, das ist bei Festplatten so, gell? Und wenn man ein tolles Plattensystem hat, also nicht eines, das wir so auf die PCs haben oder auf die Notebooks, die wir herumtragen oder die wir zu Hause haben, sondern ein Plattensystem für einen tollen Server, gell? Also nicht jetzt so ein ganz billiger Webserver, den man so im Netz draußen irgendwo betreibt, na, so ein toller File-Server, den man also für einen Betrieb vielleicht aufstellen. Dort haben wir nicht nur tolle Festplatten drinnen, die eine lange Lebenszeit haben und auch gute Leistungen, gell? Dort haben wir häufig dann auch gute Controller, gell? Festplattencontroller. Und diese Festplattencontroller, gell? Also SDSI früher oder SAS, gell? Also solche Sachen, ja, die haben auch RAM, alte Hardware, und das kostet Geld. Und ja, da ist das so, dass also diese Hardware solche Algorithmen dann vielleicht macht und nicht die Software. Gell? Also da schreibt man dann einfach hinein, die nehmen das einfach mal, gell? Die haben dann oft wirklich viel Cache-Speicher, RAM, gell? Und dann wird geschrieben. Und ja, das ist so, sind die Ideen, die eben hinter den Festplatten und der Verwendung daneben liegen. Neben der Leistung gibt es noch, ja, vielleicht noch wichtiger als die Leistung, Aspekte der Sicherheit, der Datensicherheit, dass man also nicht Daten verliert. Und da gibt es so Dinge wie zum Beispiel auch RAID-Systeme, gell, da werden wir heuer eigentlich nicht drauf eingehen, aber wenn ihr dann in der fünften seid und Serversysteme konfiguriert, gell, dann, ja, dann zählen eben nicht nur die Leistung,
sondern auch die Sicherheit. Gell? Ja, so viel jetzt noch zu Festplatten und den Algorithmen dazu. Gell? Wir werden das Thema jetzt zum Massenspeicher abschließen, gell? Und dann mit anderen Themen weiterarbeiten. Gell?